Er gehört zum Fest der Liebe wie Christkind und Plätzchen. Der Weihnachtsbaum. Oh, das ist aber schon spannend von der Ästhetik, ne? Doch welcher Tannenbaum ist der beste? Die Auswahl ist riesig. Ganz wichtig, frisch muss er sein und richtig stehen. Denn ein trockener Baum kann brandgefährlich sein, wie auch der Adventskranz. Wenn ich jetzt aufmache, fängt das wieder an? Ja, das kann natürlich sein, ne? Und man sieht halt hier immer noch. Hast du noch die ganzen Blutnester? Wichtig auch die Frage, bio oder konventionell? Welcher Baum ist unbedenklich? Und wir versuchen das mit ökologischen Düngern, also zum Beispiel pelletierten Schweineborsten. Ach du große Güte, kein Nix für Veganer schon wieder. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Ihr Thema heute? Der perfekte Weihnachtsbaum, worauf Sie achten müssen. Aus Hunderten von Tannenbäumen ist in Dortmund der größte Weihnachtsbaum der Welt herangewachsen. Unter tatkräftiger Mithilfe von Yvonne. Oh Leute, echt. Oh, also 1700 Rotfichten werden hier verarbeitet. Circa. Wahnsinn. 45 Meter hoch werden die Fichten aufgetürmt und dann wird alles beleuchtet. 100 Meter in Reihe geschaltet, ca. 50.000 Lichter. Wahnsinn. Das ist ein bisschen mehr als zu Hause üblich, sag ich mal. Und wie werden die angebracht? Die werden einmal hochgefahren, im 100-Meter-Strang runtergeführt vom Baum und dann wieder hochgeführt, also nicht einmal umlaufend. Das ist dann später einfacher, falls irgendwas ausfallen sollte, die wieder auszutauschen. Eine logistische Glanzleistung, natürlich auch bei Kerzen und Christbaumkugeln. Ey, diese Dimension, ne? Und wenn man das dann von unten sieht, dann sieht das aber proportional gut aus, ne? Aus, genau. Das sind übrigens die Kerzen hier, ne? Falls irgendjemand sich fragt, was das sein soll. Kerzen. Und gibt's eine Spitze oder irgendwas, was oben drauf ist? Ein Engel kommt oben drauf, der ist ca. 4 Meter hoch. Das ist eine Alukonstruktion, sage ich mal, damit der Wind auch besser durchfließen kann. Und der wiegt trotzdem fast 200 Kilo, nee, ne? Jetzt geht's hinauf, 45 Meter in schwindelerregende Höhen im Inneren des 90 Tonnen schweren Stahlgerüsts. Alles zu Fuß, aber Yvonne schlägt sich tapfer. Sehr großen Respekt, muss ich mal sagen. Ehrlich jetzt, ich finde, das sieht ganz schön gefährlich aus. Warum macht ihr das jedes Jahr wieder? Alles Spaß, eine Freude. Wenn wir sehen, wie die Leute sich daran erfreuen und wie viele Fotos hier jedes Jahr geschossen werden, das ist einfach Wahnsinn, ne? Es gibt halt einfach auch nichts Schöneres als ein Weihnachtsbaum. Ob es jetzt der größte der Welt sein muss, ist die eine Frage. Natürlich ist das hier in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt was ganz Besonderes. Aber jeder von uns hat natürlich auch zu Hause ein Bäumchen. Entweder ein künstliches oder eine Nordmanntanne oder irgendeine andere Möglichkeit, sich es richtig schön und gemütlich zu machen an Heiligabend. Und welcher Baum genau der richtige für Sie ist, das finden wir heute raus. So. Der größte Weihnachtsbaum der Welt erstrahlt nun schon zum 21. Mal in Dortmund. Einen Christbaum schmücken die meisten mit viel Lichtern und farbigen Kugeln. Das Design ist abhängig von wechselnder Mode, Geschmack und Geldbeutel. Grenzen kennt der Glitzerrausch keine. In unserem Testwohnzimmer schmücke ich einen Weihnachtsbaum ganz nach meinem persönlichen Geschmack. Und jedes Jahr überlege ich aufs Neue, echte Kerzen oder Lampen? So, jetzt ist ja immer die große Frage, was kommt an den Baum? Kommt, sind es echte Kerzen oder wollen wir LED-Lichter haben? Ne? Und bei echten Kerzen auf jeden Fall darauf achten, dass die selbstlöschend sind. Also die sind dann so gemacht, dass hier unten kein Docht mehr ist und dann gehen die eben einfach aus. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Praktisch sind die batteriebetriebenen LED-Kerzen ohne lästiges Kabel. Einfach nur aufstecken und schön im Baum verteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kinderleicht. Ich kann auch die dunklen Ecken im Baum beleuchten und ich habe null Brandgefahr, weil das LEDs sind, die überhaupt nicht heiß werden. Mein Tannenbaum, wenn ich anfange, den zu schmücken, dann sieht er am Anfang auch immer total geschmackvoll aus und am Ende passiert dann das. Ich weiß auch nicht, ich muss immer alles draufhauen, was bei mir im Keller ist. Naja, vielleicht kriege ich ja dieses Jahr mal einen geschmackvollen. Und nun der Weihnachtsbaumschmuck. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, der Farbauswahl auch nicht. So, ich habe mich übrigens für diesen Baum entschlossen, mal ganz klassisch zu bleiben. Und zwar rot. Vielleicht kommt auch noch eine goldene Kugel mit dazu. Und natürlich dürfen Strohsterne nicht fehlen. Anthrazit muss auch noch mit dran. Hätte ich mehr Auswahl, käme jede Farbe an den Baum.
So, und hier übrigens, hier hinten, ne, das sind alles Weihnachtsbäume von euch, also von Zuschauern, die diese Bilder über Facebook geschickt haben. Und da sind die Bäume auch immer relativ voll, muss man mal sagen. Mich interessiert ja immer am meisten, wie sehen eigentlich die anderen Weihnachtsbäume so aus? Und deswegen habe ich mich mit meinem Team auf nach Dortmund gemacht, in eine Wohnsiedlung. Und wir wollen hier herausfinden, wie schmückt denn der Westen in diesem Jahr seinen Weihnachtsbaum? Nachgeschaut, wie schmückt der Westen? Lila Gold, also bestimmt die letzten 15 Jahre. Ich habe dann Vögelchen und ja, da lege ich schon Wert drauf. Die glitzern so schön, gerade im Winter, wenn es dunkel ist, finde ich das eigentlich ganz gut. Diese Glocken, die sammle ich gefühlt 30 Jahre. So und so wird unser Weihnachtsbaum geschmückt. Ich habe mir Sperrholzplatten gekauft, habe die schön angemalt und ich kann meinen Baum jedes Jahr wieder verwenden. Das sind zum Beispiel die Erbstücke, die drankommen, die uns gefallen. Ich vermute mal, dass die so aus den 60ern sind. Geht leider jetzt langsam kaputt, weil es schon uralt ist. Das hat mir meine Tochter mal geschenkt. Das ist ein Weihnachtsgeschenk aus dem Kindergarten. Das ist ein kleiner Stilbruch, aber so schön gebastelte Kugeln kann ich nicht ignorieren. Und jetzt besuche auch ich noch eine Familie und schaue, welche Schätze da im Keller schlummern. Wir haben jetzt keine Etepetete-Sachen oder so. Ja, wie das zu sich gehört, ne? Mit Kindern. Ja, mit Kindern, oder? Da ist es wichtiger, denke ich mal, dass die Kinder Spaß haben. Und die dürfen auch was von runterschmeißen und auch zerstören. Das wird das Weihnachtsfest nicht beeinflussen. Und gibt es Sachen, die jedes Jahr wieder drankommen, also noch aus deiner eigenen Kindheit oder von deiner Frau oder so? Nee, also ich fand eigentlich immer so eine Tannenbaumspitze schön, aber die bricht jedes Jahr kaputt. Habt ihr denn auch echte Kerzen am Baum? Kerzen versuchen wir nur irgendwo jetzt, dass die an Stellen sind, wo Kinder nicht drankommen. Ich bin hauptberuflich Polizeibeamter und da habe ich zu viel Erfahrung, dass Weihnachten wirklich ganze Wohnungen leer brennen. Und da sollte auch jeder darauf achten zu Hause, also nicht anzuraten. Weihnachtsbaumbrände, damit will ich mich auch noch beschäftigen. Ihr singt auch an Weihnachten vom Tannenbaum. Was singt ihr da zum Beispiel für ein Lied? Könnt ihr mir mal eins vorsingen? Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ihr seid albern. Unsere Umfrage zeigt, jeder schmückt anders. Aber gibt es Regeln, die einen Baum besonders aussehen lassen? Dekoriert. Schmücken wie die Profis. Designexpertin Carina Ressel kennt sich als Geschäftsführerin eines Tannenbaumportals mit dem Dekorieren bestens aus. Haben wir hier die Trendfarben von 2017 liegen? Ja, absolut. Mhm. Das sind genau die richtigen, die ihr da ausgesucht habt. Ja. Also Pudertöne, so ähnlich, was ich auch anhabe, sind im Trend. Genau. Und plus, dass man mit Dunklerem dann wieder ein bisschen kombiniert. Das ist gerade total modern, kombiniert ein bisschen mit Metallic. Gibt es da denn auch so eine Regel, was so kommt, was so gerade ist? Ja, grundsätzlich kann man sagen, es ist schon immer sehr stark an den Einrichtungstrends orientiert. Und es gibt so ein paar Klassiker, die bleiben einfach immer. Ne? Also Rot und Gold, das geht nie weg. Und der Rest geht so ein bisschen mit der Mode. Es ist aber alles immer so ein bisschen heimlicher an Weihnachten. Was glitzert, glitzert noch ein bisschen mehr. Es wird noch ein bisschen plüschiger. Ja, einfach so typisch Weihnachtsstimmung. Das Schmücken beginnt mit der Lichterkette. Am besten ein Ende an der Baumspitze befestigen und dann spiralförmig nach unten um den Baum herumführen. Anschließend kann dann der Schmuck aufgehängt werden. Jetzt geht's an die Grundregeln. Also was machen denn die meisten Leute falsch? Ja, zum einen sich einfach die Sachen vorher nicht richtig zu sortieren, also nicht zu gucken, was habe ich eigentlich für Farben, wie will ich die anordnen, sondern einfach mal drauf loszulegen. Das resultiert dann oft in Bäumen, die so ein bisschen durcheinander sind. Und das andere ist, nicht diese Wuchsform vom Baum zu beachten. Ne? Das heißt, eigentlich ist es so ein Baum ist oben dünner und leichter, unten etwas breiter. Und so sollte man den eben auch dekorieren. Ne? Das heißt, große Kugeln gehören nach unten und filigraner Schmuck nach oben in die Krone. Einen besonderen Glitzereffekt erreicht man durch versteckte Baumketten, die im Kerzenschein schön funkeln. Wer will, kann mit Blumen dunkle Stellen und Unebenheiten im Baum ausgleichen. Sie sind eher ungewöhnlich, aber gerade deswegen ein Hingucker. Genau wie dieses Kugelensemble, das man am besten auf Zweiggabelungen setzt.
Ja, das ist jetzt noch so das kleine Extra. Manchmal hat man ja so Sachen, die hat man schon seit Ewigkeiten in der Familie. Vielleicht haben es die Kinder im Kindergarten gemacht oder man hat das besondere Erbstück von der Oma oder wo auch immer das Herz dran hängt. Und da würde ich immer empfehlen, das wirklich so zum Schluss dran zu hängen und den ganz besonderen Platz dafür aufzubewahren. Weil das ist eigentlich das Schönste am Weihnachtsbaum, dass er einfach auch so einen persönlichen Touch hat. Wer auf Schmücken keine Lust hat, der kann sich einen fertig dekorierten Weihnachtsbaum auch online bestellen. Zum Kauf oder zur Miete. Verrückt. Das will ich natürlich ausprobieren. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gut geht. Eine Baumform kann ich jedenfalls noch nicht erkennen. Das ist wie Weihnachten, Leute. Guck mal, mit Lichterkette auch und allem. So, ein bisschen schief ist er, aber ich glaube, das kann ich noch korrigieren. Eine Kugel ist irgendwie abgefallen. Keine Ahnung, da muss ich mal suchen. Hier. Zack. Und man muss die jetzt einmal noch mal ein bisschen so zusammenrücken oder zurechtrücken. Gar nicht schlecht. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe zum Beispiel kein Auto, ne? Wie soll ich einen Weihnachtsbaum nach Hause kriegen? 45 Euro inklusive der Versandkosten, das ist ein fairer Preis. Die Lichterkette ist dabei, die Kugeln sind dabei, die Schleifen sind dabei, da ist ein Ständer dran. Ich packe den aus, ich stelle den hin. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Einziger Nachteil, der Baum lässt sich nicht wässern. Die meisten von uns jedoch kaufen ihre Weihnachtsbäume selbst. Frisch und ungeschmückt, das hat Tradition. Spätestens 4 Wochen vor Weihnachten sind sie erhältlich. Beim Möbelhaus, beim Baumarkt oder an Marktplatzständen. Was ist den Verbrauchern beim Kauf von Weihnachtsbäumen wichtig und worauf sollte man unbedingt achten? Ausgewählt. Welcher Baum passt zu mir? Also er muss groß, rund und gut bestückt sein. Die darf nicht zu groß und nicht zu klein sein und dass die Nadeln einigermaßen schön lang sind. Wir achten ein bisschen darauf, dass er nicht zu doll piekst, weil er ihn auch schmücken will. Ich muss gestehen, ich habe eine künstliche zu Hause. Ich kaufe gar nicht mehr frisch. Ich mag es gerne, wenn der Weihnachtsbaum auch nach Wald riecht. Insofern ist es oft auch eine Fichte, die eben so diesen Duft noch hat. Es muss eine Nordmann-Tanne sein, weil die Nadeln nicht spieksen und er lange grün bleibt. Und er muss gerade sein. Und er darf nicht zu groß sein. Und er muss eine schöne Er muss Spitze so groß haben wie meine Frau, 1,60. Ja, wir messen das immer an mir ab. Ja. Wir haben die 6 beliebtesten Sorten eingekauft und getestet und einige gravierende Unterschiede festgestellt. Unsere Weihnachtsbaumtypologie. Kiefer, der Purist. Sie hat einen interessanten Wuchs und schöne Nadeln. Sie bleibt lange frisch, duftet besonders schön nach Wald, ist aber schwierig zu schmücken. Nobilis-Tanne, der Gewichtheber. Sie wird auch Edeltanne genannt, ist lange haltbar, nadelfest und stachelfrei. Ihre stabilen Äste eignen sich auch für schweren Weihnachtsschmuck. Douglasie, der Zitronenminimalist. Hat weiche, dünne Nadeln, die einen intensiven Zitrusduft verströmen. Wegen ihrer dünnen, biegsamen Zweige ist sie nur für leichten Baumschmuck geeignet. Fichte, der Sparfuchs, ist der preiswerteste Weihnachtsbaum. Sie sorgt allerdings nicht sehr lange für weihnachtliche Stimmung, denn sie nadelt in warmen Räumen bereits nach wenigen Tagen und sie sticht. Blaufichte, die Kratzbürste, glänzt in blauem Schimmer. Sie hat eine mittlere Haltbarkeit und ist besonders für schweren Baumschmuck und echte Kerzen geeignet. Ihre Nadeln stechen zwar stark, duften aber herrlich nach Wald. Zu guter Letzt die Nordmann-Tanne, der Familienklassiker. Sie hat glänzend tiefgrüne, nicht stechende Nadeln, eine gleichmäßige Wuchsform und zeichnet sich vor allem durch eine hohe Nadelfestigkeit aus. Allerdings fehlt ihr der typische Tannenbaumduft. Und welcher Weihnachtsbaumtyp sind Sie denn jetzt? Viele Weihnachtsbaumarten haben eine lange Reise hinter sich, bevor sie in unseren Wohnzimmern landen.
Ursprung. Woher kommen unsere Weihnachtsbäume? Blaufichten, Nobilis und Fraser-Tannen stammen aus Amerika. Nordmann-Tannen haben ihre Heimat im Kaukasus und der Türkei. Aus idyllischen Gegenden in Georgien stammt ein Großteil des Saatguts für die Weihnachtsbaumproduktion. Hier stehen Wälder von Nordmann-Tannen, die mindestens 30 bis 40 Jahre alt sind. Erst in diesem stolzen Alter taugen deren Tannenzapfen zur Samenzucht. Eine ganze Region lebt vom Handel mit dem begehrten Saatgut. Für die meisten Einheimischen ist es ein lebensgefährlicher und schlecht bezahlter Job. Viele Männer klettern ohne Sicherung in die Wipfel der Tannen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Tödliche Unfälle passieren immer wieder. Die dänische Organisation Fair Trees versucht, die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern. Ihre Samenpflücker erhalten einen angemessenen Lohn samt Kletterausrüstung nach höchstem EU-Standard. Aus den Pflückländern gelangen die Samen an europäische Baumschulen. In speziellen Saatbeeten wachsen sie hier zu Sämlingen heran und bilden als Jungpflanzen Feinwurzeln. Nach dem zweiten Lebensjahr werden die Pflänzchen in Beete mit mehr Platz umgesiedelt. Im dritten bis vierten Lebensjahr beginnen die Mini-Tannenbäume ihr Leben auf den Plantagen. Ich bin ins Sauerland gefahren, denn das ist das größte Anbaugebiet, das wir in Deutschland haben, und zwar für Weihnachtsbäume. Die meisten werden natürlich konventionell angebaut, aber es gibt auch ungespritzte Tannenbäume zu kaufen. Und wie genau dieser Bio-Anbau funktioniert, das gucke ich mir jetzt an. Aber vorher noch ein ganz bisschen die Landschaft genießen. Das Sauerland ist die Hochburg des deutschen Weihnachtsbaumanbaus. Insgesamt 12.500 Hektar Land nur für Weihnachtsbäume. Jährliche Ernte 9 Millionen Stück. 2007 wütete hier der Orkan Kyrill. Auf 30.000 Hektar Wald knickten Nadelbäume wie Streichhölzer ab. Auf den verwüsteten Flächen entstanden riesige Plantagen, sogenannte Monokulturen. Durch den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden wächst hier außer Weihnachtsbäumen fast nichts mehr. Einer, der sich schon vor 30 Jahren bewusst gegen den Einsatz von Chemie entschieden hat, ist Dr. Gregor Kaiser. Und ich treffe den Forstwirt jetzt auf einer Plantage mit jungen Blaufichten und Nordmann-Tannen. Hallo. Grüße dich. Das ist ja der schönste Arbeitsplatz der Welt heute, oder? Heute Morgen ist es richtig schön hier, richtig. Ja. Also, schöne Sonne. Herzlich willkommen bei uns in den Bio-Weihnachtsbaumplantagen. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, das als Bio-Bauer zu machen? Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, ich bin überzeugt davon, dass die ökologische Produktion die sinnvollere ist. Dass wir unsere Lebensgrundlagen, den Boden, das Wasser schützen müssen und nicht mit Pestiziden, Herbiziden immer wieder einbringen sollten. Zum zweiten ist mein Vater krank geworden und dann anschließend auch an Krebs gestorben, wo ja auch gemunkelt wird, dass er zumindest mit Glyphosatausbringung in Verbindung steht. Das heißt, das könnte sowas wie eine Berufskrankheit auch sein? Kann es sein. Es wird von verschiedenen Seiten bestritten. Aber ja, es ist bei meinem Vater so gewesen und das will ich mir selber dann nicht antun. Und das Ökologische ist ja hier, dass eben nicht gespritzt wird, dass also nicht dieses Roundup heißt das, glaube ich, genau. dieses Mittel aufgegeben wird. Aber wie kriegen Sie das denn hin? Ist das da nicht viel mehr Arbeit, wenn man jetzt hier alles freischneiden muss und immer beihalten muss und so? Doch, es ist mehr Arbeit auf jeden Fall. Hier müssen wir auch jetzt dieses Jahr nochmal das Gras wegschneiden. Aber wir haben ja auch Schafe, die uns unterstützen bei der Arbeit. Die aus England stammenden Shropshire-Schafe sind perfekte Helfer in der Unkrautbekämpfung und damit natürlicher Ersatz für Herbizide. Diese Rasse stillt ihren Hunger nicht an den Tannenbäumen, sondern an Gräsern und Kräutern. Zudem verbessert ihr Dung den Boden und die Nadelfarbe der späteren Weihnachtsbäume. Haben denn die Tannenbäume so natürliche Feinde? Also bei der Nordmannstanne ist es in jedem Fall so, dass zum Beispiel Rehe oder auch Hasen Feinde sind, weil die ganz gerne die Knospen abbeißen. Und dann ist es natürlich für eine Nordmannstanne ziemlich blöd, sozusagen, wenn die oberste Knospe hier abgebissen wird. Das heißt, dann wird sie im nächsten Jahr nicht wachsen können. Und dann hat man ein Jahr verloren. Das ist bei den Blaufichten jetzt nicht der Fall, aber bei den Nordmannstannen ist das ein Problem. Und dann gibt es natürlich auch noch Schädlinge, Läuse, die dann später problematisch und werden. Und wenn man jetzt ökologisch den ökologischen Anbau macht, ne, dann kann ich ja auch kein Läusespritzmittel einsetzen. Wie kommen Sie denn damit dann klar? Das stimmt. Ich habe Gott sei Dank selber noch nicht so viele Probleme gehabt mit Läusen. Aber es gibt auch ökologische Mittel, die ich einsetzen darf. Wir produzieren ja nach den Bio-Richtlinien.
Und dort gibt es dann zum Beispiel aus dem indischen Neembaum ein Mittel, welches gegen Läuse wirkt, gegen saugende Läuse. Und das kann man dann auch spritzen. Und das ist erlaubt. Bis die Bäume schlagreif sind, vergehen 6 bis 10 Jahre. Die Biobäume brauchen 1 bis 2 Jahre mehr. Grund dafür ist, dass die weiter wuchernden Gräser und Kräuter den Weihnachtsbäumen auch Nährstoffe entziehen. Bis zum Schlagen des Biobaumes sind einige intensive Pflegemaßnahmen nötig. Dafür investiert der Produzent von der Aufzucht bis zum Schlagen pro biologisch angebautem Baum etwa 15 Minuten Arbeit. Der konventionelle Anbau investiert ca. 12 Minuten pro Baum. Damit die so schön grün sind, müssen die dann eine bestimmte Düngung kriegen oder machen die das von alleine? Nein, Weihnachtsbäume müssen auch gedüngt werden. Wir dürfen zum Beispiel keinen mineralischen Stickstoffdünger nehmen, der für die intensive Grün, oder der Stickstoff ist für die intensive Grünfärbung verantwortlich. Und wir versuchen das mit ökologischen Düngern, also zum Beispiel pelletierten Schweineborsten. Ach du große Güte, nichts für Veganer schon wieder. Nein, nichts für Veganer. die Schweineborsten können, die sind pelletiert, sehen aus wie diese Holzpellets, ja, die man zum Heizen nutzen kann. Und die kann man als Düngung auch nutzen. Gibt's ja nicht. Das ist ja wieder mal was total Neues. Das ist mal wieder eine Quizfrage. Wofür werden pelletierte Schweineborsten eingesetzt? Krass. Bioanbauer kennen eben ein paar einfache Tricks, damit der Tannenbaum gut wächst, auch ohne Chemie. Wenn der Baum zum Beispiel keine Spitze hat, kann man mit so einer Spirale einen Seitenast hochbinden. Ach so. Indem man also dann, als wenn ich jetzt hier eine Spitze genau, mache. Genau, den hier dran macht und den herumwickelt, dann bekommt er auch wieder eine Spitze. Alternativ zum Beispiel ist, ich lege das mal beiseite, wenn diese Äste hier unterschiedlich sind, wenn der so weit weg wäre und hier so ein großer Spalt wäre, ja, kann man mit solchen Zweigregulierern die zusammen machen, ach, dass sie dann mal die Position einnehmen, sodass es einigermaßen ach, symmetrisch cool aussieht. Den können wir jetzt eigentlich mal absägen. Ja, dann würde ich sagen, hier ist die Säge. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Kettensäge wäre jetzt einfacher. Kettensägenführerschein habe ich nämlich. Oh! Ja. Ja, da kann man auch mit einer Bügelsäge umgehen. Kann ich ihn jetzt schon umtreten? Nein. Gut Ding will Weile haben. Ah, ja, geschafft. Wunderbar. Ja, dann Abtransport, hätte ich gesagt. Ja, dann auf geht's. Ich nehme die Säge. Ach so, ich soll den Baum ja, nehmen, bitte. Ja? Ab 2018 bremst NRW die Ausbreitung von Weihnachtsbaumplantagen in Wäldern. Künftig sind neue Kulturen mit mehr als 2 Hektar Fläche genehmigungspflichtig. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos, mit so viel Leidenschaft vorgetragen, ja, ne? Dass ich davon überzeugt bin, man sollte tatsächlich mal über einen Bio-Weihnachtsbaum nachdenken, der ohne Pestizide daherkommt und nicht viel teurer ist als ein konventionell angebauter. Aber heißt das auch, dass die konventionell angebauten Bäume immer die schlechtere Wahl sind? Hinterfragt, wie nachhaltig ist der Weihnachtsbaum? Das will ich mit Philipp Held klären. Er ist Umweltexperte von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. So, hallo erstmal. Hi. Mich interessiert, kann ich eigentlich ruhigen Gewissens einen Weihnachtsbaum kaufen oder ist das eine ökologische Todsünde? Also eine ökologische Todsünde ist es nicht, aber es gibt natürlich Weihnachtsbäume, die besser sind oder schlechter. Und wir empfehlen auf jeden Fall, die Bio-Weihnachtsbäume zu wählen. Warum? Ganz einfach, weil im Anbau von herkömmlichen Weihnachtsbäumen natürlich auch Pestizide eingesetzt werden, wie in der normalen Landwirtschaft auch. Es wird Kunstdünger verwendet. Und gerade da, wo die Weihnachtsbäume wachsen, also in den Waldökosystemen, machen sich die Pestizide natürlich besonders bemerkbar und wirken dann schlecht auf die Artenvielfalt. Und welche Pestizide sind das? Ist es auch das böse Glyphosat, über das wir schon so viel gehört haben? Ja, also Glyphosat wird in der Landwirtschaft massenweise verwendet, auch im Weihnachtsbaumanbau. Es ist ein Herbizid, das heißt, es dient dazu, Wildkräuter zu vernichten. Und das ist auch im Weihnachtsbaumanbau natürlich gewünscht, damit die Tannen eben bis unten hin halt auch weit ihre Äste ausstrecken und nicht quasi erst dann ab 50 cm Höhe, wo die Wildkräuter nicht mehr so hoch wachsen, dann ihre Äste bilden. Ist es denn das Mittel der Wahl, was es momentan gibt? Ich meine, wenn man Glyphosat verbieten würde, würde was anderes gespritzt werden, oder? Genau, das ist das Problem. Also Glyphosat ist im Moment für die meisten Landwirte das Mittel der Wahl. Es steht aber tatsächlich im Verdacht, krebserregend zu sein. Wenn man jetzt Glyphosat aber einfach verbieten würde, besteht natürlich die Gefahr, dass wieder andere Unkrautvernichter genommen werden, die möglicherweise noch viel giftiger sind als das Glyphosat. Insofern ist das Verbot eigentlich nicht die Alternative, sondern immer möglichst wenig einsetzen oder halt eben der Biolandbau. Und das Gleiche gilt auch für die Weihnachtsbäume.
Bestäuberorganismen, so werden Bienen und Hummeln in der Biologie genannt, leben von Blüten. In Monokulturen wachsen durch den Einsatz von Unkrautvernichtern jedoch weder Blumen noch Wildkräuter. Ein Grund für das Insektensterben. Macht es denn für den ökologischen Fußabdruck einen Unterschied, ob ich einen großen oder einen kleinen Baum kaufe? Wenn ich jetzt mir einen kleineren Weihnachtsbaum kaufe, dann ist der natürlich jünger, hat weniger Pestizide, weniger Dünger geschluckt in der Zeit, weniger Aufwand in der Bewirtschaftung, also für den Trecker, der zum Beispiel dahin fährt, für den Transport. Und das macht sich natürlich auch im Fußabdruck bemerkbar. Ah, also Biobaum soll es sein, möglichst klein muss er sein. Soll er im Topf sein? Ist ein Topf besser, weil ich ihn dann wieder auspflanzen kann? Nee, die Topfbäume sind auch nicht unbedingt besser, das denkt man vielleicht. Das Problem ist aber, wenn ich den Topfbaum jetzt eine ganze Zeit im Zimmer hatte über Weihnachten, vielleicht 2 Wochen lang, dann hat er sich erstmal an die warmen Zimmertemperaturen gewöhnt und dann setze ich ihn im Januar raus in den Frost. Das ist so ein Temperaturschock, das halten die Pflanzen häufig nicht aus und gehen dann ein. Was ich auch noch mitbedenken muss, einige Bäume sind eben auch Tiefwurzler. Die Pfahlwurzel ist in der Regel aber schon beschädigt, das heißt, er wächst häufig nicht gut an. Und ich habe natürlich noch die Erde, die ich transportiere. Das bedeutet, ich habe mehr Gewicht und damit auch wieder viel mehr CO2-Ausstoß beim Transport. Und was ist mit der Ökobilanz von Plastikbäumen? Die müsste doch eigentlich ideal sein. Ich meine, der hat jetzt hier auch wirklich nur 25 Euro gekostet. Oh Gott, ich krieg zu viel. Aber generell könnte man noch sagen, das ist wiederverwertbar. Gut, das ist aus Kunststoff. Ist das besser oder schlechter für die Umwelt? Ja, das kommt natürlich darauf an, wie oft ich den benutze und aus welchem Material dieser Baum ist. Das ist ja schon mal richtig spannend hier, was es hier zu sehen gibt. Oh Gott. Also wenn ich den Baum wirklich vielleicht 10, 20 Mal benutze, könnte er schon ökologisch vorteilhafter sein. Oh, das ist aber schon spannend von der Ästhetik, ne? Ich sag mal, ökologischer Fußabdruck hin und her, ne? Und selbst wenn das Ding 50 Jahre hält, das kann man ja nicht im Ernst, ich oder? Ich glaube aber nicht, dass es 50 Jahre hält. Und vor allem, wenn ich jetzt so mal in dieser Höhe bequem daran riechen kann, muss ich sagen, das stinkt ziemlich nach Chemie. Ja. Also da sind wahrscheinlich auch Weichmacher drin, die in die Raumluft übergehen. Richtig gesund ist es nicht. Der Plastikbaum sollte frei von chlorhaltigem Material sein. PVC ist schlecht für Mensch und Umwelt. Einen natürlichen Tannenbaum, konventionell oder biologisch angebaut, sollte man regional kaufen. Das spart Transport-CO2 und stärkt die heimische Wirtschaft. Inwieweit kann man sich bei der Entscheidung auf Siegel verlassen? Fair Forest zum Beispiel, naturnah, der faire Baum, der faire Wald. Ein gutes oder schlechtes Siegel? Wir würden es eher nicht empfehlen. Das ist ein Siegel, das impliziert mit dem Begriff Fair, dass es sowas wie Fairtrade bei Lebensmitteln ist. Das stimmt aber zum Beispiel gar nicht. Was da drunter steht, naturnah. Letztendlich ist jede Pflanze naturnah, sonst wäre es ja keine Pflanze. Da wird jetzt nichts Besonderes für die Umwelt getan. Also wische ich direkt weg. Was ist mit PEFC? Ist aber auch kein Umweltsiegel, weil die Kriterien ähnlich wie bei Fair Forest extrem schwach sind. Sie werden völlig unzureichend kontrolliert. Sodass dieses Siegel auch nicht empfehlenswert ist. Ach ja, das kennen wir natürlich, das europäische Biosiegel. Das sind also die Basiskriterien des Ökolandbaus in Deutschland. Das ist schon mal ziemlich gut. Da wird also auf Pestizide und Kunstdünger größtenteils verzichtet. Insofern ist das schon mal ziemlich gut. Das ist schon mal gut, okay. Ja, genau. Und Bioland, Naturland? Das sind die Anbauverbände. Das sind auch alles Biosiegel, die es auch im Nahrungsmittelbereich gibt. Nur haben die halt noch strengere Kriterien als das EU-Biosiegel. Das ist also wirklich der Baum der Wahl eigentlich. Und das FSC-Siegel kenne ich jetzt beispielsweise von Tropenhölzern? Das ist eine Alternative, wenn ich die anderen Siegel nicht finde, dann ist es ganz gut. Die Verbraucherzentrale empfiehlt also folgende Siegel. Naturland, Demeter und Bioland. Gefolgt vom EU-Biosiegel sowie dem FSC-Siegel. Also der ökologisch beste Baum ist der, der bio angebaut wurde, regional angebaut wurde, der nicht zu groß ist und den ich mir am besten auch noch mit einer großen Familie teile. Ganz genau. Wunderbar, frohe Weihnachten. Ja, danke, gleichfalls. Aber egal für welchen Baum ich mich nun entscheide, er soll lange frisch und grün bleiben. Doch nicht selten haben die Bäume eine längere Reise hinter sich. Wie kann man sicher sein, dass Frische und Qualität stimmen? Eingekauft. Wie bleibt mein Baum lange frisch? Ich kann direkt mal. Genau, danke schön. Ich bin auf der Suche nach dem frischesten Weihnachtsbaum. Erstmal, wie alt sind die jetzt hier sind? Die sind Mitte November geschlagen und kommen aus dem Sauerland.
werden bei uns jede zweite Woche angeliefert. Und wie kann ich erkennen, dass er denn noch trotzdem noch einigermaßen frisch ist und nicht sofort anfängt zu nadeln zu Hause? Also der klassische Trick ist halt einfach einen nehmen. Ja. Und immer klopfen kräftig. Ja, okay. Falls ein rieselt rundherum, okay. Sollte man ihn nicht kaufen. So, also einmal Kriterium, einmal ausklopfen genau. Lassen, kann klopfen. Ich ja vielleicht auch mal selber machen, ne? Genau. So, und dann dann gibt's den Trick noch mit unten, mit ja. Dem Fuß zu gucken am Stamm, dass sie generell nicht schwarz, sehr viel Harz drauf ist. Also hell. Ne? Hell, mhm. Genau. Dreck ist nicht schlimm, aber sollte hell sein, halt wie gesagt. Soll ich den, wenn ich zu Hause bin, noch mal ein Stück absägen? Genau, man sollte ihn noch mal einmal frisch absägen, weil die Adern sind jetzt hier schon mit Harz zugesetzt. Das macht ein Baum, um sich ja. Zu schützen. Man kann das auch direkt hier machen, vor Ort. Wir haben Spitzmaschinen hier. Da wird dann ein Stück noch abgeschnitten und ein bisschen unten drumherum abgesägt, dass die schön saugen können alles. Wenn ich den jetzt mitgenommen habe, im Netz natürlich, ne, mhm. Ist ja klar, und ich will ihn erst Heiligabend aufstellen, wie muss ich ihn aufbewahren? Am besten auf den Balkon stellen, schön kalt, und einen großen Eimer drunter mit Wasser und ab und zu ein bisschen was nachgießen und dann war es das schon. Aber die saufen ganz schön viel, die ne? Saufen viel. Und gibt es noch einen anderen Geheimtipp? Irgendwas Spüli, Aspirin, Glycerin? Glycerin ist der schlagende Punkt. Es ist wie bei Frischschnittblumen, da sollte man immer was mit, können wir mit reinkippen. Kein Spüli oder sonstiges, das ist ein Tod von einer Pflanze. Ja, ich könnte den eigentlich gleich mitnehmen. Einnetzen. Machen wir. Machen wir. Super. Machen wir. Danke. Super. Kann es losgehen. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Bis zu seinem großen Tag sollte der Tannenbaum kühl und stehend in einem Eimer Wasser gelagert werden. An seinem Bestimmungsort im Wohnzimmer schützt eine feuerfeste Decke davor, dass sich Nadeln oder Wachsflecken im Teppichboden festsetzen. Fern von Heizung und Fenster ist der beste Platz, denn Wärme und Zugluft lassen den Tannenbaum schnell nadeln. Nach Lösen des Netzes sollten sich die Zweige erstmal einen Tag aushängen. Ganz wichtig ist regelmäßiges Gießen. Warmer Kerzenschein macht die Weihnachtszeit erst so richtig besinnlich. Aber leider auch sehr gefährlich. Aufgepasst, Weihnachtszeit ist Brandzeit. Meine Brandexperten sind Thorsten, genannt Liese, und Tobi von der Feuerwehr Gelsenkirchen, auch bekannt als WDR Feuer- und Flammehelden. Ich kenne dich aus dem Fernsehen. Hallo. Hi. Darf ich du, ja, du sicher, sagen? Immer. Genau, weil wir haben uns über den Fernseher, glaube ich, schon öfter mal gesehen. Ja, ich sehe zwar auch, aber ja. So in echt ist schon richtig schön. Oh, aber lass uns du sagen. Ja, das wäre toll. Also ich freue mich voll, dass ich heute da sein darf. Feuerwehr Gelsenkirchen, Feuer und Flamme, mega erfolgreich bei uns im WDR auch gelaufen. Und ihr kennt euch eben aus mit brandgefährlichen Dingen, beispielsweise Weihnachtsbaumbränden. Damit kennen wir uns aus, ja. Und ich hoffe, wir können euch helfen. Der Albtraum in der Weihnachtszeit. Ein unaufmerksamer Augenblick und schon steht der Weihnachtsbaum in Flammen. Ein paar Minuten später brennt die ganze Wohnung. Bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen bauen wir ein Wohnzimmer im Freien auf. Ein 2 Wochen alter, nicht mehr ganz frischer Weihnachtsbaum mit allem Zip und Zap mittendrin. Jeder denkt, so ein Weihnachtsbaumbrand, der kommt immer nur bei den anderen vor. Tatsächlich ist die Advents- und Weihnachtszeit brandgefährlich. Aber bevor ich jetzt anfange, mit Feuer zu spielen, um Ihnen zu zeigen, wie schnell das gehen kann, brauche ich erstmal Schutzkleidung. So, wunderbar. Aber für Feuer seid ihr zuständig. Ich gucke nur zu. Das heißt, ihr würdet mir den Baum jetzt einmal anzünden. Und zwar nicht die Kerzen, sondern den ganzen Baum, damit man mal sehen kann, wie schnell der dann tatsächlich Feuer fängt, wenn er recht trocken ist. Dann machen wir das so. Sowohl Baumharze als auch Weihnachtsschmuck sind wahre Brandbeschleuniger. Wir sind ja jetzt draußen, man sieht ja schon diese ganze Rußentwicklung. Habe ich da zu Hause eine Chance oder was muss ich da machen? Am besten Türe zu, raus aus der Bude und die Feuerwehr alarmieren, weil das ist schon eine Situation, die bei einem trockenen Baum kaum zu handeln ist für jemanden Privates. Die Plastikstoffe, die da freigesetzt werden, sind halt sehr, sehr schädlich für die Gesundheit. Giftige Rauchgase wie CO2 und Säuredämpfe beeinträchtigen die Atemwege rasend schnell.
Und das passiert natürlich, wenn man Durchzug hat zu Hause, dann kann der Baum schnell umkippen. Ja, dadurch kommt es natürlich zu einer Schadensausbreitung, die enorm ist. Deshalb ist halt auch wichtig, dass der Baum weggestellt wird von schnell entflammbaren Gegenständen, wie Gardinen etc. Ne, die sollten natürlich nicht in der Nähe sein. Feine Seidendeckchen unter dem Baum sind dann eher unangebracht oder irgendwelche Polyesterstoffe, die sehr, sehr schnell anfangen zu brennen. Da hat man natürlich, wenn der Baum umgefallen ist, ein Riesenproblem, weil die Brandausbreitung dann natürlich sehr schnell vonstatten geht. Das heißt, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass das erst gar nicht passiert, welche Grundregeln habe ich beim Weihnachtsbaum? Also wichtig ist ein guter Ständer, den Baum recht feucht halten, immer dadurch, dass eine gewisse Feuchte immer in dem Baum ist. Dadurch ist der Baum halt sehr schwer entflammbar. Bei einem trockenen Baum ist natürlich die Gefahr einer Durchzündung richtig groß. Wie wichtig sind Rauchmelder dann gerade auch in der Weihnachts- und Adventszeit? Ja, abgesehen davon, dass sie mittlerweile verpflichtend sind, sind Rauchmelder halt eben günstige Lebensretter, die halt so schnell wie möglich darauf aufmerksam machen sollen, wenn ein Schadensfeuer entsteht und die uns natürlich dann auch die Zeit möglichst kurz halten, bis wir im Endeffekt eingreifen können, Schaden begrenzen können und vor allen Dingen Menschenleben retten. Mit ein paar nützlichen Handgriffen können Sie sich vor einem Weihnachtsbaumbrand schützen. Sorgen Sie für einen feuerfesten Untergrund und eine gute Standfestigkeit des Baumes. Stellen Sie den Baum fern von brennbaren Gegenständen auf und halten Sie ihn feucht. Lassen Sie die Kerzen nicht herunterbrennen und den Baum nie unbeaufsichtigt. Stellen Sie Wassereimer, Feuerlöscher oder Löschdecke griffbereit. Und wie helfe ich mir am besten, wenn der Brand überschaubar ist? Mit einem Eimer Wasser, Decken oder einem Feuerlöscher? Ich will das an einem brennenden Adventskranz selber ausprobieren. Im ersten Versuch mit einer Baumwolldecke. Die hat man ja zu Hause schnell zur Hand. So, wenn ich jetzt aufmache, fängt das wieder an? Ja, das kann natürlich sein, ne? Und man sieht halt hier immer noch... Da hast du noch die ganzen Glutnester. Also nicht besonders günstig. Mit einer Brandschutzdecke ist das da besser? Ja. Also so eine kann man in der Adventszeit auf jeden Fall haben. Anwendung ist das gleiche, oder? Ja. Drauflegen und dann erstmal liegen lassen oder was muss ich dann machen? Ja, also man soll schon ganz richtig auf die Flammen zugehen, ja. Die Decke auch als Schutz nehmen, so wie du das gemacht hast. Also ja. so quasi von ja. mir aus so. Genau. So drüber legen, ja. Habe ich mich gar dann nicht so ganz ungeschickt angestellt. Ganz richtig gemacht so. Ja, da kann auch nichts passieren. So, dass es aus ist, ja, und dann wichtig ist, Decke drüber lassen, am besten auf Terrasse bringen oder Balkon, je nachdem. Aber erstmal mit einem Eimer Wasser würde ich dann nochmal aus Sicherheitsgründen drüber gehen. Der Eimer Wasser ist die einfachste und günstigste Lösung. Den sollte man immer daneben stehen haben. Das ist auf jeden Fall gut, das mit so einer echten Rettungsdecke zu machen, weil die halt schwer entflammbar ist. Man weiß ja nie genau, was da bei einem zu Hause auf der Couch liegt. Ob das nicht doch Polyester ist, was dann verschröert oder oder, ne? Also man kann hier halt auch ganz schön sehen, ja, das ist jetzt eine Baumwolldecke, aber trotzdem sind da halt Partikel dran heften geblieben. Ja. Und man weiß halt nicht, ob es eine wirkliche Baumwolldecke ist. Die könnte sich dann natürlich dann entzünden. Ne. Wenn es halt Polyesterdecken sind, dann hat man eine Schadensausbreitung, dass diese ganze Sache halt natürlich viel, viel schlimmer macht für uns selber. Ja, und ich glaube, es ist ja jetzt nicht so schlimm, sich so eine Rettungsdecke zu kaufen. Das kann ja nicht so teuer sein, oder? Eine Rettungsdecke bzw. eine Löschdecke, wie in diesem Fall, kostet zwischen 10 und 15 Euro. Also keine große Investition. Und das ist halt auch eine Sache, die ich nicht nur in der Weihnachtszeit benutzen kann, sondern auch beispielsweise, wenn man an die Küche denkt und man hat einen brennenden Topf, kann man mit so einer Löschdecke auch den brennenden Topf abdecken. Denn da darf man nun mal gar nicht mit Wasser oder Ähnlichem hantieren. Zweiter Versuch, der Schaumlöscher, funktioniert im Prinzip ganz einfach und macht ehrlich gesagt Spaß. Das habe ich mir jetzt als schlimmere Sauerei vorgestellt. Also mit so einem Schaumlöscher, das ist jetzt nicht, das ist jetzt Spaß, nicht so schlimm, das macht Spaß. Das ist eine sehr lokale Wirkung. Da hast du, ja, das kann man benutzen für so einen Adventskranz. Den kannst du halt generell auch gut im Haushalt verwenden. Adventskranz ist gelöscht. Kann ich den dann wieder zurückstellen oder muss der dann sofort in die Wartung? Weil der muss ja dann nicht in die Wartung und muss ja wieder mit Löschmittel befüllt werden und auch wieder unter Druck gesetzt aber werden. Aber der ist ja noch gar nicht leer. Richtig, das wird dann ausgetauscht und neu aufgefüllt. Da darf ich dann aber auch Spaß zu Hause in meiner noch mal so ein bisschen so machen, kannst oder? Kannst die Nachbarn noch auf eine Schaumparty einladen? Kannst du natürlich gerne machen. Hör mal, bitte. Vielen Dank für die ganzen Infos und dass ihr den ganzen Spaß mit mir mitgemacht habt. War richtig super. Sehr gerne. Freut mich. Dankeschön. Sehr und wir sehen uns im Fernsehen. Das war mir ein Fest. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Die kommen ja auch demnächst. Ne? Uns auch. So, ich ziehe mich erstmal um. Mir ist so was von heiß. Oh. Hier geht's gleich heiß weiter. Battle. Mann gegen Frau am Tannenbaum. Familie Ulrich soll in einem Schmückcontest ihr Geschick unter Beweis stellen. Sabine gegen Marc. Wir stellen zwei Tannenbäume und die gleiche Auswahl an unterschiedlichem Weihnachtsschmuck bereit. Die Jury besteht aus Designexpertin Carina Ressel. So, da sind
Grüße unsere Weihnachtselfen. Hi. Hi. Tag hallo. Erstmal. Ich sag einmal so, hi, ihr Süßen. Sag mal, wer schmückt normalerweise bei euch den Baum? Ich. Du machst das? Ich. Du auch? Guck mal, heute wollen wir aber mal gucken, ob Mama und Papa das auch können. Es geht los. Alles klar. Halbe Stunde. Silber gegen Rot, Frauen gegen Männer. Anfängliche Farbgrundsteinlegung. Ich glaube, wir machen den nur mit Blau. Das Rot ist eigentlich nicht so schön. Ja, die Grüne lassen wir weg. Das passt farblich nicht so. Wir müssen jetzt einen schöneren Baum machen als die Mama. Wir müssen jetzt noch ein bisschen anstrengen, Mäuschen. Würden Sie denn sagen, bei so einem Baum mit so einer Größe, der ist ja so 1,80, wie viele Kugeln, wie viel Stücke, Kugeln, unterschiedliche Sachen sollte man denn dranhängen? Ja, so ungefähr 100 ist ein ganz guter Richtwert, so mit allem zusammen, ne? Mhm. Also Kugeln, Hänger etc. Wie viele Lichter sollten drin sein, von der Lichterkette her? Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, wie hell erleuchtet man das haben möchte. Grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn man eher kleinere Lichter nimmt und dafür ein paar mehr. Und da kann man schon auch so ruhig 150, 200, kann man da schon gut reinhängen, ja. Trotz gleicher Ausgangsmaterialien entwickeln sich die Christbäume sehr unterschiedlich. Hier läuft es zum Gegner über. Beide bringen persönliche Highlights an ihren Weihnachtsbaum. Marc eine Weihnachtsgurke und Sabine schneebedeckte Dekostöcke. Doch welches Exemplar gefällt der Expertin besser? So, jetzt kommt unsere Expertin mit dem knallharten Ergebnis. Haben wir schon Angst, ne? Nee, die braucht ihr nicht zu haben. Sieht super cool aus. Ich habe das echt schön gemacht. Sind denn hier Regeln total missachtet worden? Nee, also hier ist es eigentlich so, dass mehr Regeln beachtet als missachtet worden sind. Also ja. Hier sieht man schon direkt, ist ein Profi an Werk. Das macht die Sabine nicht zum ersten Mal mit ihren Kids. Eins ist zum Beispiel, was hier sehr schön gelungen ist, dass immer so Farbcluster gebildet worden sind. Ne? Also hier sieht man das zum Beispiel in diesem Bereich. Kugelfarben kommen eigentlich viel besser zur Geltung, wenn man sie nicht komplett verteilt, sondern wenn man sagt, okay, hier habe ich irgendwie was, das ist so ein bisschen gräulich, silber, und man gruppiert es dann so zusammen. Durch das Clustern erhält der Baum mehr Tiefenwirkung. Die Zweige und das Reh vermitteln eine persönliche Note. Gibt es auch Kritik am Baum? Diese Kugel, ja, die kann man vielleicht dann irgendwie so ein bisschen tiefer hängen, ne? Und kleinere Sachen, wie jetzt hier diesen Stiefel, den kann man dann so ein bisschen nach oben ziehen, ne? Um das noch so zu verfeinern. Aber insgesamt finde ich das alles sehr harmonisch und schick. Und wie schneiden die Männer ab? Till, wow. Du hast ganz viel Glitzer im Gesicht. Voller Einsatz. Voller Einsatz. Du glitzerst überall. Gefällt dir der Baum? Ja, findest du gut, ne? 10 Punkte. 10 Punkte, hat er gesagt. Was sagen Sie denn dazu? Ich finde den Baum auch super. Hier wurden ein bisschen andere Farbkombinationen gewählt. Hier wurden mehr von diesen langen Zapfen eingesetzt. Das macht natürlich auch noch mal eine ganz andere Wirkung auf den Baum. Bei langen Anhängern ist es immer so, dass die natürlich sehr stark hervorstechen, weil sie sich stark von den klassischen Kugeln abheben. Also viel stärker, als es jetzt zum Beispiel hier so eine Glocke tut. Und die unterstreichen natürlich diese pyramidische Form des Baumes noch mal sehr stark. Und ja, so ergibt sich einfach ein komplett anderes Gesamtbild. Und hat er irgendeinen grundlegenden Fehler gemacht? Also was nicht so schön ist, mir natürlich gleich ins Auge gefallen, ist, dass hier unten ein bisschen was fehlt, ne? Also hinten an der Wand, das ist Schummeln erlaubt, da kann man ruhig mal ein bisschen sparen mit Kugeln, aber vorne sollte ja schon natürlich komplett dekoriert sein, ne? Und kannst du jetzt sagen, wer gewonnen hat, oder kann man gar keinen Sieger küren? Ja, es ist ja immer sehr, sehr Geschmackssache, ne? Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Unentschieden, denn Schmücken ist und bleibt Geschmackssache. Wichtig ist die Freude daran. Geschmückte Weihnachtsbäume gehören zum Fest einfach dazu. Glitzern und funkeln. Weihnachtsstimmung pur. Dieser Weihnachtsbaum hier auf dem Roncalliplatz in Köln, das ist der größte gewachsene, der in diesem Jahr bei uns im Westen aufgestellt wurde. Und egal welcher Weihnachtsbaumtyp Sie jetzt bei sich zu Hause sind, der gefällt einfach jedem. Gelernt habe ich heute, dass regionale Weihnachtsbäume unsere Wirtschaft stärken und dass Biobäume natürlich gut für die Umwelt sind. Und es gab jede Menge Tipps, um den Baum perfekt zu schmücken. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten.